Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu Beginn meiner Rede würde ich gerne etwas aufgreifen, was einer der Vorredner in der vorigen Debatte ausgeführt hat, nämlich Herr Grimm. Herr Grimm sagte Folgendes, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen. Er hat eine These aufgestellt, die ihm bisher noch keiner widerlegt hat und insofern müsste diese These wahr sein. Wenn das so stimmt, würde ich jetzt die These aufstellen, ich bin Superwoman, bisher hat mir das noch keiner widerlegt. Wenn denn das so wäre, könnte ich Probleme natürlich jetzt ganz leicht mit meinen Superkräften lösen. Da ich von dieser Logik nicht ganz überzeugt bin, weil ich schon glaube, dass man meine These sehr schnell widerlegen kann, möchte ich mich auf das zurückbesinnen, was unser Handwerk hier in diesem Hause ist. Nämlich, und da teile ich die Einschätzung meines Kollegen Carsten Kolbe, die Lehrergewinnung wird eine der größten Herausforderungen sein, die wir in den nächsten Jahren zu stemmen haben. Im schulischen Bereich selbstverständlich. Und es ist völlig richtig, dass wir die Lehramtsausbildung vertiefend in den Blick nehmen. Gerade deswegen haben wir uns darauf verständigt. Gerade deswegen haben wir uns ja auch darauf verständigt, Herrn Professor Radisch mit einer Studie zu beauftragen, nämlich die Studie Studienerfolg und Misserfolg im Lehramtsstudium, die in der Zeit von 2016 bis 2018 eben unter seiner fachlicher Leitung erstellt wurde und auch finanziell durch uns unterstützt wurde. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Grimm? Sehr gerne. Frau Ministerin, kennen Sie den Unterschied zwischen einer Tatsachenbehauptung und einem Werturteil? Selbstverständlich, Herr Grimm, ich bin auch Juristin wie Sie. Gestatten Sie eine weitere Frage? Wo würden Sie denn dann Ihre Behauptung mit Superwoman einordnen? Sehr geehrter Herr Grimm, ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass ich Ihre Äußerung so nicht teile, nämlich wenn man eine These aufstellt, die nicht widerlegt wurde, dass sie gleich wahr ist. Das war mein Punkt, den ich setzen wollte. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit dieser Studie haben wir nun erstmals für Mecklenburg-Vorpommern umfassende Aussagen über die Studienverläufe auf Grundlage von Studienverlaufs- und Prüfungsdaten. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir hier heute feststellen sollten, dass uns diese Studie eine solide Grundlage liefert, um über die Fragen der Lehramtsausbildung hier auch zu diskutieren. Und ich habe es vor einiger Zeit im Rahmen der Kultusministerkonferenz vorgetragen, dass wir diese Studie erstellt haben, dass sie jetzt in der Auswertung ist. Und ich kann Ihnen sagen, dass großes Interesse besteht von meinen Amtskollegen aus anderen Bundesländern, diese Studie auch dort auszuwerten, weil, das wurde mir von meinen Kollegen bestätigt, diese Studie einzigartig ist bisher in der Bundesrepublik Deutschland. Und insofern glaube ich, haben wir, und ich bin dem Bildungsausschuss sehr dankbar, das Thema so in dieser Form auch aufgegriffen haben, gemeinsam einen sehr guten Weg gefunden. Ich möchte an dieser Stelle einfach auch meine Rede verkürzen, weil ich finde, dass wir einen Weg vereinbart haben, mit dem wir alle sehr gut leben können. Der Bildungsausschuss hat diese Studie für sich angenommen, hat gesagt, in einem ersten Schritt haben wir über die Grundsätze der Studie gesprochen, das ist erfolgt, haben uns dann über ein Verfahren verständigt, in dem wir gesagt haben, es macht Sinn, diese Studie, die mehrere hundert Seiten umfasst, 226 Seiten umfasst, die von Herrn Professor Radisch einmal in Ruhe vorstellen zu lassen, weil ich glaube, das sind wir dieser Studie auch schuldig, weil das ist eine Studie, die man nicht mal so eben kurz durchliest und dann hat man die Erkenntnisse, sondern man muss da schon sehr intensiv auch drüber nachdenken und das auch studieren. Das ist der erste Schritt und ich fand es auch sehr klug, dass im Bildungsausschuss ein zweiter Beschluss gefasst worden ist, nämlich dass diejenigen, die unmittelbar von dieser Studie betroffen sind, nämlich die beiden Universitäten in Form der Rektoren, also Frau Professor Weber und Herr Professor Fascharek, sowie die Prorektoren, Herr Professor Keding und Herr Professor Flesser, dann auch gehört werden, weil das sind entsprechend die auch Experten, die, glaube ich, wichtig sind, um sich ein umfassendes Bild auch zu machen, wie geht es denn nun weiter und welche Maßnahmen können wir denn ableiten aus der Studie. Und meine sehr geehrten Damen und Herren,
Es ist richtig, dass gewisse Erkenntnisse auf der Hand liegen, aber diese Studie hat nochmal sehr pointiert dargestellt, was eigentlich die Kernpunkte sind. Und gestatten Sie mir, diese drei Kernpunkte ganz kurz nochmal darzustellen. Wir brauchen erstens eine Verbesserung zum Studienbeginn und der Studieneingangsphase. Das heißt also, ganz platt gesprochen, wir brauchen eine bessere Beratung von Anfang an, dass die angehenden Studierenden sich klar machen, was bedeutet es am Ende des Weges des Studiums. Es bedeutet, ich stehe vor einer Klasse mit vielen Schülerinnen und Schülern, die sehr individuell sind. Ich habe Elterngespräche zu führen und ich muss meinen Unterricht vorbereiten und ich muss natürlich auch in meinem Lehrerkollegium klarkommen. Alles das, denke ich, müssen wir den Studierenden frühzeitig sagen, dass sie auch wissen, was am Ende des Weges auf sie zukommt. Ein zweiter Punkt ist, und das ist ein Punkt, der aus den Universitäten selber auch kommt, was ich sehr bemerkenswert finde, wir brauchen eine Verbesserung im Aufbau und im Prüfungswesen und insofern, also im Aufbau des Studiums, Entschuldigung, und insofern, denke ich, sollten wir sehr intensiv darüber sprechen, wie denn tatsächlich der Aufbau ist und wie vor allen Dingen auch die Prüfungen dann tatsächlich durchzuführen sind und auch vor allen Dingen in welcher Anzahl. Und letzter Punkt, wir brauchen eine Steigerung der Wertschätzung des Lehramtsstudiums. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, weil gerade aus der Studie dieses auch deutlich wird, und das hat Herr Professor Radisch auch sehr betont, dass man eben auch deutlich machen muss, dass ein Lehramtsstudium nicht irgendwie ein Studium zweiter Klasse ist, sondern er hat es verglichen mit dem Medizinstudium, ein extrem anspruchsvolles Studium ist, was sehr breit gefächert ist und entsprechend wir da auch einfach die Wertschätzung für dieses anspruchsvolle Studium steigern sollten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, der letzte Punkt, den ich gerne noch einmal ansprechen möchte, weil mir das auch wichtig ist und ich das schwierig fand, dass man diese Arbeitsgruppe, die wir auf Wunsch der beiden Rektoren gebildet haben, die quasi so ein bisschen durch den Kakao zieht und sagt, naja, jetzt wird die nächste Arbeitsgruppe gebildet. Nein, es war ausdrücklicher Wunsch beider Rektoren, auch der auch entsprechend von Professor Flesser und Professor Keding, weil sie gesagt haben, wir haben zwar schon viele Maßnahmen ergriffen, die sollten wir uns im Übrigen auch mal anhören und nicht so tun, als ob gar nichts passiert. Ich finde, das ist auch, gehört auch zur Fairness und dazu, dass wir die Rektoren hören, sondern wir müssen gemeinsam gucken, wie schaffen wir es, diese Maßnahmen auch besser zu bündeln und zu gucken, was wirkt eigentlich wie. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde, das schreit alles nach dem vereinbarten Weg, nämlich im Bildungsausschuss, wie beschlossen, diese zwei Anhörungen zu machen und dann gemeinsam zu überlegen, wie wir beim Lehramtsstudium besser werden können. Ich finde, das ist der richtige Weg und insofern brauche ich auch gar nicht die Superwoman-Kräfte. Vielen herzlichen Dank.